Okay. Hallo. 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 Hi. Hallo. Hallo. Wir sind die drei Angel von Mix TV. Und wir wollen heute testen, ob sie uns was Tolles erzählen können. Nämlich Witze. Genau. Ja. Hallo. Entschuldigung. Können Sie uns einen lustigen Witz erzählen? Nee. Schade. Oh, ich kann keine Witze erzählen. Was lesen Sie denn da für ein Buch? Ist da bestimmt was Lustiges drin, oder? Nee, ist nicht so lustig. Ja. Die Geisha. Das ist eine, glaube ich, japanische oder chinesische? Eine japanische Nutte. Ja. Nee, hat reingesoffen. Ich bin nur ein schlechter Witzeerzähler. Ein Pfarrer hat eine Haushälterin. Ja. Die heißt Bertha. Aber der Pfarrer sagt immer Bertha. Er spricht das weich aus. Mhm. Und eines Tages ist ein Gewitter. Und Bertha fürchtet sich. Und da klopft sie bei Herrn Pfarrer an und sagt, Herr Pfarrer, ich fürchte mich so. Das hört sich so schrecklich an, das Donnern und Blitzen. Aber Bertha, sagt er, du brauchst dich doch nicht zu fürchten. Es ist doch ganz gleich, wo du pisst, ob du oben pisst oder ob du unten pisst. Du pisst immer in Gottes Hand. Geht ein Einarmiger in den Secondhand-Shop. Okay. Ein Ehepaar im Auto, fährt auf der Landstraße lang, so immer schon, da kommt so ein Igel auf die Straße und der Mann, gerade so sieht der Mann den Igel noch richtig, richtig in die Klötze, bremst gerade so vor dem Igel noch zum Stehen, steigt aus, meint der Igel, ja, hast aber Glück gehabt, ne? Ich kann nämlich zaubern, so, kannst du mir nämlich jetzt was aussuchen, einen Wunsch, den erfülle ich dir. Denkt der Mann, ach, naja, okay, dann komm mal mit, die gehen jetzt beides im Kofferraum, da liegt ein Hund drin, ziemlich schwer verletzt, sieht ziemlich übel aus, dann meint er, hier, ja, meint der Mann, das ist mein Hund, den haben wir, Jagdunfall und so, du weißt, und kannst du nicht was machen und so. Und dann meint der Igel, also der Hund sieht so zerfleddert aus. Puh. Nee, schlecht, scheiße, geht nicht. Such dir was anderes aus. Dann denkt der Mann, Moment. Oh. Ah, warte mal, guck mal, meine Frau, die ist so hässlich. So. Nee, kannst du da nicht ein bisschen was machen? Dann gehen sie zur Beifahrertür, machen die auf, guckt die Igel die Frau an. Hm, kann ich den Hund noch mal sehen? Können Sie uns vielleicht Ihren Lieblingswitz erzählen? Wenn Sie keinen Witz erzählen, dann erzähle ich einen. Ein Reporter geht zu einer etwas älteren Frau und fragt sie so, ja, wann hatten Sie denn zuletzt Sex? Und sagt die ältere Frau, 1945. Und der Reporter, oh, das ist aber ganz schön lange her. Und sagt die Frau, wieso, ist doch erst 7:45. Das haben Sie aber schön gemacht. Danke. Bitte. Sie auch. Woran erkennt man, dass eine Blondine am Kühlschrank war? Am Lippenstift an der Gurke. Oh, der ist sexistisch, ja. Was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und einer Suppenschüssel? Die Suppenschüssel kann man trocken lecken. Ich schäme mich sehr. Wir wollen sich nicht schämen. Wir schämen uns ja alle, die gucken uns alle so schief an. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Blondine und einer Pizza? Keine Ahnung. Die Pizza gibt's auch ohne Pilze. Ha! Was ist ein Bumerang, der nicht zurückkommt? Auch das weiß ich nicht. Ein Stock. Was ist der Unterschied zwischen einer weißen Taube und einem schwarzen Nick? Weiß ich nicht. Die Taube hat einen weißen Schwanz und ein Neger kann nicht fliegen. Das heißt aber Afroamerikaner. Was macht eine Blondine in der Wüste? Keine Ahnung. Staubsaugen. Er musste lachen. Er lacht bei jedem Dreck. Das ist der billige Kameramann von uns. Sie sehen mich, ich bin blond. Was fällt Ihnen spontan ein? Etwas gelber ein. Scheiße. Irgendwie geht's nicht. Es kann auch unter einem kleinen Stepp decken, ein großer Depp stecken. Claudia, dein Blick in dir. Halt, stopp, Stefan, hallo, Beachtung.
Ey, ein Kegelwitz. Wer kann einen guten Witz erzählen? Ein Kegelwitz, ein richtig lustigen. Die ganze Mannschaft flach. Die ganze Mannschaft. Ja, da muss ich sagen, da muss ich sagen. Hallo Männer. Hallo. Hallo. Hallo Hundi. Hallo, Hundi. Ja, das ist kein Witz, das ist nur für Insider. Nur für Insider. Ja, ja, das war wirklich lustig. Was fällt Ihnen denn zu mir ein? Ja, Sie sind schlank, jung, hübsch, dynamisch. Ja, und? Und jetzt der Witz. Warum haben viele ältere Leute O-Beine? Weil das Unwichtige in Klammern steht? Richtig. Das ist immer den Konti schon. Sind Sie ein unlustiger Mensch? Ja. Im Moment gleich, ich muss einmal schauen. Das hat sie doch noch schriftlich dabei. Okay, lesen Sie mal alle vor. Na, alle nicht. Also, der Fritzler geht mit seinem Opa, die sollen noch immer spazieren, ne? Und zu dem Fritzler sagen sie Trobi. Und der Fritzler sagt, Opa, bitte sag mir doch, warum sagen die immer Trobi zu mir? Fritzler hat er gesagt, du bist noch zu jung. Jetzt sagt er, ach Opa, bitte, na, der Gewählner und Gewählner, gut, aber sagt, ich sag das, aber wehe dem, du sagst der Papa, ein Papa oder der Mama, dann ist was los. Na, ich schwöre das, ich sag nichts. Also gut, der Opa sagt, Trobi, trotz Bille. Der Fritzler überlegt, da winkt du den Kopf rüber und über, sagt er, aha, jetzt weiß er ja, warum du Opa hast, ohne Parise. Alles klar. Können Sie uns einen lustigen Witz erzählen? Oh, du stehst schon bei der Hitze. Nee, das weiß ich nicht. Wir brauchen Corinna. Ob Sie uns vielleicht einen Witz erzählen können? Oh, ich hab keinen Witz. Das kann ich nicht. Doch, bestimmt. Doch! Vergiss dich so wieder. Na gut. Ja, unanständige Witz. Ich dürfte aber nicht hören. Ja. Das ist die gar nicht groß aus ihrem Leben. Oh je. Ja. Ich bin etliche Jahre zur See gefahren. Und dadurch habe ich die Welt kennengelernt. Erzähl mal ein. Stehen zwei Pferde auf dem Bauernhof. Und da sagt das eine Pferd zum anderen, oh, ich habe hier die Schnauze voll auf dem Bauernhof, ich muss so viel arbeiten, das passt mir nicht mehr. Da sagt das andere, den schreibt doch mein Tierschutzverein. Da sagt das andere, bist du blöd? Wenn der Bauer merkt, dass ich schreiben kann, muss ich seinen Bürokram auch noch machen. Kann ich uns ein bisschen bitte sehen? Ja. Und ich bin der einzige Seemann gewesen, der keinen Alkohol trank. Das war wohl komisch, ne? Aber ich werde das übersetzen. Das ist ein griechischer Witz. Okay. Da saß Max und Moritz auf dem Flugzeug. Und der Max ist eingeschlafen. Und der Moritz sagt zu ihm, Mensch, Max, wach auf, das Flugzeug fällt runter. Und da sagt er das paar Mal. Und sagt dann der Moritz, ja und, das ist ja nicht meins. Irgendeine lustige Frage? Für irgendeine Frage oder so ein Kram? Nee. Na gut, dann nicht. Oh. Jo, okay, jetzt eine SMS, die witzig ist. Die ist witzig, nein, sie ist fremdenfeindlich. Ja. Nein, ich habe keine Lust dazu. Na gut. Niemand hat Lust, uns einen Witz zu erzählen. Das machen? Ja. Aufforderung an jeden Bremer. Pup an der Weser. So, man muss sich das jetzt bildlich vorstellen, eine Karte und da sind drei Grabsteine drauf. Auf dem mittleren Stein steht, hier ruht Klaus, der Hütchenspieler. Und links ist noch ein Grabstein und rechts ist noch ein Grabstein. Und da auf den linken und rechten steht, oder hier. Sie hat's begriffen! Doch, aber ich kann mir das nicht bildlich vorstellen. Gerade wenn man hier so als Fremder durchgeht, sagt der Berliner, Icke, ein Schutzmann frei, lieber verlof ich mal. Haben Sie das verstanden? Okay, nö. Alter, weißt du, ich gestern Obi, ich gesucht so Lampe für mein Dusche. Bin gegangen zu Infotussen und habe ich gesagt, Duschlampe. Alter, jetzt Hausverbot. Ja. Ja, das war's. Oh, ist lästig geschrumpft. Ja, oh, wann ist eine Blondine mal intelligent? Wenn sie schwanger ist. Ja, wusste ich doch. Einen Witz habe ich auch noch, ja. Und zwar, was nützt der Tiger am Tank, wenn der Esel am Steuer sitzt? Habe ich nicht verstanden. Schlecht.
wollen uns loswerden, wir wollen gerne bis erzählen, wie geht's weiter?